Volkser und die Annette wieder auf Tour. Wir sind auf dem Weg zu einem ganz besonderen Kleinod in der Leipziger Neuseenlandschaft, dem Hainer See. Mit knapp 600 Hektar zählt der Hainer See zu den großen im Leipziger Neuseenland. Reizvoll eingebettet in eine natürliche und grüne Umgebung, circa 20 Autominuten von Leipzigs Stadtgrenzen entfernt, bietet er neben Erholung auch vielfältige Wassersportmöglichkeiten. Von 1942 bis 1993 war der Hainer See Braunkohletagebau. Bis 2010 wurde das Restloch geflutet. Im nördlichen Bereich der Lagune haben sich verschiedene Gewerbe niedergelassen. Somit kann hier das Segeln erlernt, ein Boot ausgeliehen oder eine Quadtour um den See gebucht werden. Zudem entstehen in diesem Gebiet das Hafenbecken sowie weitere Shops und touristische Attraktionen für das maritime Leben am See. Das Alleinstellungsmerkmal des Hainer Sees ist die im Süden gelegene und mit bunten Boots und Ferienhäusern gesäumte Lagune Kahnsdorf. Entlang der 2 Kilometer langen Promenade lässt es sich gemütlich flanieren und es gibt allerlei zu entdecken. Ja, und sehenswert ist auch der kleine Ort Kahnsdorf, welcher direkt an den Hainer See und die Lagune grenzt. Auch das frisch sanierte Rittergut mit seinen ehrwürdigen Herrenhäusern und dem dazugehörigen Park mit Teich. Viele Bauernhöfe, eine alte Schmiede und Wassermühle kann man hier entdecken.
Planet mit dem Wolkser. Meine Heimat.